Entschlossenheit einer Jedi. Cal hilft Seer dabei, mit ihrer brutalen Vergangenheit abzuschließen. Sie benutzt Trillas Lichtschwert, um Cal zum Ritter zu schlagen. Anschließend wagen sich die beiden Jedi in die unheilvollen Tiefen der Inquisitorenfestung, um das Holocron zu bergen und ihre Aufgabe abzuschließen. Kisten? Nein. Karte gibt es natürlich keine. Könnte ja sein, dass da noch irgendwas dazwischen steckt. Unterwasserwelt. Wäre da nicht das Imperium? Wow. Okay, da unten ist Magma. Die Inquisitorenfestung. Hier werden die Leute so lange gefoltert, bis sie zu Inquisitoren werden. Ist auch eine tolle Methode. Geahnt, dass ich da rein müsste, huh? Dialoge der Sturmtruppen. Am anderen Ende. Ja, das wäre jetzt so einfach. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Überwache Stellung des Gegners. Guckt sie rein? Ja, sehr gut. Sie können nicht entkommen. Das werden Sie bereuen. Au. Komm, tu mal was für mich hier. Na ja, komm. Ein bisschen kannst du für mich arbeiten. Nein. Ich hab mich doch gar nicht bewegt. Versuch's nicht mal, Jedi. Was machst du hier? Bin dabei. Ah, da kommen wir nochmal drei. Wir müssen das hier nicht mal versuchen. Scanner ist ausgefallen. Ach. Schwupps. So. Ich kriege dich. Du bist schwach, Retter. Du wirst
Du musst dich schon mehr anstrengen. Du besiegst mich nicht. Lass nach. Erliege deinen Wunden. Abschaum. Bei mir, Bruder. Da wirst du scheitern. Noch ein Treffer gelingt dir nicht. Du besiegst mich nicht. Ich werde dich vernichten. Du hast ja keine Angst. So. Hat noch jemand Fragen zu dieser Thematik? Ja, ihr da vorne, okay. Ah, das ist doch wieder ein weißer Helm. Dranbleiben! Oh, der hat sich gelohnt. Ich krieg dich! Ja. Holt euch den Feigling! Treppt ihn endlich! Ja. Los, vorrücken! Oh, der klemmt in der Kiste. Der hat sich professionell versteckt, ja. Hätte in die Knie gehen müssen, dann hätte es funktioniert. War ich das? Eure Freunde sind gerade gestolpert. Da muss irgendwo ein Nest sein. Ist ein Nest. Der hat sich gut versteckt. Moment mal. Du bist ein lästiger Kerl, weißt du das? Stimmt, BD. Du hast keine Chance gegen mich. Das Imperium die Inquisitoren erschaffen. Ihr wurde hier gefoltert. So, Freunde. Triller zur dunklen Seite gebracht. Als wir ein BD ein. Hat noch jemand eine Frage dahin zu der Thematik? Du? Ich beantworte Fragen sehr gerne. Er hat irgendwas erwischt noch. Zack, Schalter rausgezogen. Jetzt komm. Ich beende Ihr Leben. Ah, besser mal nicht. Der ist unfassbar. Ups. Ja, muss ich es andersrum machen. Ah, geht doch. Und ja, ich glaube, ich mache die erstmal platt. Der Bereich
ziemlich sicher, aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Cal, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ups. Ich glaube, ich bin in einem... Oh, sieh mal, BD. Drückt einen Knopf, dann fliegt alles in die Luft. Sehen wir es uns an. Ich glaube, jetzt muss ich Luft anhalten, ha? Nein? Okay. Wolltest du gerade irgendwas scannen? Ich kenne dich doch. Sieht gut aus. Kontrollraum. Ausgewählte Flügel der Festung bieten maximale Sicherheit und Stabilität unter extremen Tiefseebedingungen. Ein komplexes System von Trennwänden ermöglicht die Flutung ganzer Flügel oder spezifischer Sektoren, um auf Fluchtversuche hochrangiger Gefangener reagieren zu können. Die strukturell verstärkten Schilde widerstehen sowohl externen Angriffen als auch den Druckverhältnissen in beliebiger Tiefe. Vor allem beliebiger Tiefe. Und auf. Warte mal. Sitzen irgendwelche Seeschnecken dran und knabbern am Glas. Essen die Algen vom Glas runter. Ha. Dieser Teil sieht schwach aus. Da wird's heiß. Und durchs Wasser geht's nicht, oder? Tauchen geht hier auch so noch nicht. Ich habe da so ein schwaches Gefühl, dass ich immer ein bisschen für frisches Wasser sorgen muss. Hey Negan 92, auch wieder da. Geil, freue mich. Cool. Ich setze hier gerade alles unter Wasser. Wie war dein Tag, Negan? Alles gut, alles gesund? Okay, ich denke, ich sollte mal im Fisch-Schnellschwimmverfahren hier rausschwimmen. Gut, dass ich meinen Breather habe. Die alten Umweltverpester hier, du. Unglaublich. Keine Kiste drin? Perfekter Ort gewesen. Oh Jungs, hat euch jetzt aber auch nicht gut getan. Oh ja, Negan. Ja, die kleinen Kids, du. Von 1 bis 5 ist heftig, da ist quasi die ganze Nacht sozusagen gelaufen. Aber es wird irgendwann besser, glaubst mir, irgendwann wird es besser. Mit Sicherheit. Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse geborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschädigt und deshalb nicht in der Lage war, die Festung vor dem hydrostatischen Druck zu schützen. Laut der Daten könnte die Festung geflutet werden, wenn die Luftschleusen geöffnet werden, während das Schildsystem deaktiviert ist. Luftschleusen geöffnet. Uiuiui. Keine Kiste. Nein. Sag mal, was ich meine. Ah, ne, ich dachte, du wärst ein Flammenwerfer-Mensch hier. Sag mal,
bei kleinen Kindern ist es so, dass du halt wirklich lange Zeit gute Nerven brauchst. Also was heißt lange Zeit? Auf ein Menschenleben gesehen ist es sehr kurz. Du brauchst halt die ersten 2 Jahre extrem gute Nerven. Und dann geht es zumindest mit dem Schlafen wieder. Also ich bin ein Mensch, wenn ich keinen... Tauchen? Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, dann bin ich kein Mensch mehr. Dann werde ich zum Werwolf. Wow, ein Haufen Fische, ein Haufen Quallen. Ja, solche Unterwassereinrichtungen wird es wohl nicht nur im Star Wars-Universum geben. Ja, lila Lichtschwert. Sup. Ich habe mich heute mal für lila entschieden. Nähere mich. Ich hatte auch schon meinen rosanen Poncho an und meinen kleinen BD-1 da hinten in rosa umgefärbt. Eine ganze Zeit lang auf Dathomir. Aber dann war es doch ein bisschen zu stechend in den Augen und ich bin jetzt von den Ponchos ganz abgegangen. Und habe den Kleinen hier eine schwarz-goldene Legierung verpasst. Der Mantis auch. Und Cal ist mal in dunkler, na ich nenne es mal Uniform, unterwegs. Sieht optisch mal deutlich ansprechender aus als die Ponchos nach meinem Geschmack. Es gäbe auch noch ein rosa Lichtschwert. So eine Idee. Das kann er nicht lange machen. Streck dich mal ein bisschen an. Information bleiben. Trete zurück, ich krieg das hin. Ich glaube, mein Plan klappt nicht ganz. Ne? Ich wollte reflektieren und dann auf die quasi schießen. Bist du jetzt? Hallo. Der Mann mit dem MG bitte an Schalter 5. Da. Ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Ja, mach mal. So. Fünf bis sechs Versuche? Das ist bei mir noch wenig. Die neunte Schwester hat es richtig gut in sich. Ganz ehrlich gesagt habe ich nach dem Drama von gestern und vorgestern mit meiner Schwierigkeitsstufe einfach zwischendurch mal das Ganze dann runtergedreht. Und bei der neunten Schwester musste ich echt auf die einfachste Schwierigkeitsstufe gehen. Also du liegst ganz gut im Rennen. Also mit 5 bis 6 Versuchen liegst du ganz gut bei Jedi Großmeister dabei, kann ich dir sagen. Brauchst du... in Anführungsstrichen kein schlechtes Gewissen haben. Das ist wie das Dojo im Jedi-Tempel. Aber falsch. Verdorben. Tja. Hallo, hallo? Dieser Bereich wird mit Wasser geflutet. Sie haben eine Sekunde Zeit. Okay. Die Variante gefällt mir besser, weil da kann ich sie runterstoßen. Wo rennst denn du hin? Sehen wir nach, was dahinter ist. Ich vermute zwei kämpfende
Danke, BD. Auslöschungstruppler. Fub. So, einer schon mal weg. In Rauch aufgegangen quasi. Ich bin mittlerweile relativ kurz angebunden bei Kämpfen. Was? Also. Du Schande. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzter übrig bleibe. Wäre beinahe selber reingefallen. Deswegen war diese Lösung mit dem... Hallo Jungs. Passt auf ihn auf. Feuere auf den Feind. Ich hab's gehört. Du kannst uns nicht besiegen. Feuer frei. Ausweichmanöver einleiten. Los, Attacke. Und feuern. Meine Güte. Ja, ja, ja. Na, schade. Autsch. Du bist schnell. Ziel in kritischem Zustand. Wollt's auch ausweichen eigentlich. Komm, mach mal was. Kontakt verhindert. So. Ja, lässt du mich nicht groß beirren. Autsch. Irgendwie spuckt der grüne Soße, oder? So. Danke für die Hilfe. Ich glaub's ja auch noch. Nur? Ich aus. Ihm nach. Jetzt. Du solltest mich fürchten. Was machst du denn da noch? Ich werde dich erledigen. Jetzt wirst du bezahlen. So ein Treffer gelingt dir nicht. Du kannst nicht entkommen. So
Ups, mein Fehler. Läufst du schon wieder weg? Dein Ende ist nah. Erstmal meditieren. Okay. Hast du Dark Souls gespielt auch? So ein bisschen gewohnheitsmäßig vielleicht? Fertigkeit, Baum. Ja, also für mich ist jetzt gerade Jedi-Ritter so. Sekiro, okay. für mich ist jetzt gerade Jedi-Ritter so die richtige Schwierigkeitsstufe. Die passende. Der braucht 3 und der braucht 1, oder? Das war doch die Geschichte. Bums. Ja, Negan, da bist du ja ganz gut unterwegs mit Kämpfen. Ja, Dark Souls ist auch Geschmackssache. Klar. Oder muss auch die Zeit dafür haben. Halt. So. BD, wir müssen hier irgendwie durch. Hey, Edi, er ist im Verhörflügel. Du bist ja auch ein Auslöschungstruppler. Ich meine, raus geht's nur. Nach rechts geht's nicht. Das heißt, die muss alle Kammern durchgucken, oder wie? Behauptet. Du kannst gegen meine Fähigkeiten nicht bestehen. Ich kann ihn kriegen. Ich hab's verstanden. Lauf da! Er blockt. Du schubst. Erstmal die Jungs mit dem Blaster.